fast etwas Verklärtes in manchen Situationen. Es hat auch ein bisschen was Sprödes manchmal, aber es ist insgesamt, finde ich, ein ganz tolles Werk. Und das, die erste wird ja schon selten gespielt, aber die zweite wird noch viel seltener gespielt. Und das ist für mich immer noch extra ein Grund, sowas dann mal zu veröffentlichen und den Leuten, die es das dann anhören, zu zeigen, schaut mal her, tolles Stück. Ich finde es harmonisch ja auch sehr gewagt und sehr, also sehr echt reichhaltig. Hat mich sehr überrascht, auch im Vergleich zur ersten Sonate ist die zweite nochmal viel, also viel weiter weg Richtung, fast, ja doch, kann man sagen, ist viel, viel, viel moderner, ja. Und, also das Seltenheitskriterium finde ich auch auf jeden Fall, aber auch nur dann, wenn das Stück das hergibt. Und man merkt das ja eigentlich ganz schnell, das hat man beim ersten Durchspielen gemerkt, aha, das hat ja wirklich sehr viel Drive und Pracht und Schönheit einfach. Und ja, also war eigentlich ganz klar, dass man das auf jeden Fall spielen muss. Also Musik ist ja für mich auch irgendwie ein Spiegel des Lebens. Also sag mal, der Komponist, der das komponiert hat, hat ja auch gelebt schließlich, ja, und bringt da ja auch irgendwie Lebenserfahrungen, Emotionen rein. Und wenn man jetzt selber wirklich zu puristisch sich nur an die Musik heftet und da wirklich vergisst, andere Sachen auch zu genießen, dann finde ich, kann man auch nicht Musik machen. Also die Musik ist für mich immer ein Ergebnis von dem Savoir-Vivre, was man selber quasi also an sich ranlässt oder sich zugesteht.